unser Merkmal ist, dass jeder, der zu uns kommt, den Saft aus seinen eigenen Früchten bekommt. Wir hatten mit Apfel und Birne angefangen, dann haben wir noch die Quitten dazu genommen, später dann die Aronia-Beere und andere Mischungen, zum Beispiel Apfel mit Beeren oder Weintrauben und Steinfrüchte. Die Äpfel werden erst gewaschen in einem Förderband, dann werden sie mit einer Rätsmühle zerhäckselt und der Brei fällt dann in unsere Siebbandpresse. Dort wird der Apfelbrei zweimal ausgepresst. Der Saft läuft in einen Vorratstank und der Trester wird abtransportiert und dann weiter siliert. Nachdem der Saft im Vorratstank gelandet ist, wird er nochmal gefiltert und dann bei 82 Grad pasteurisiert. Somit sind die Tetra-Packs, die wir abfüllen, ein Jahr circa haltbar und nach dem Öffnen immer noch 2 bis 3 Monate. Ja, ich komme aus Burgau hierher mit den Äpfeln. Wir haben im Garten 3 Apfelbäume und der Königin-Apfel, einer von den 3, hat dieses Jahr besonders gut getragen. Und da wird der Most rausgemacht, der Apfelsaft. Und man hat immer so im Hinterkopf, wenn man den trinkt, das ist vom eichenen Baum. Wir machen jedes Jahr unseren Apfelsaft aus unseren eigenen Äpfeln aus dem Garten und sind sehr zufrieden damit. Schmeckt immer toll. Saft aus eigenen Äpfeln. Ne? Für uns besser als der gekaufte. Also heute werden wir dann sicherlich zu ca. 80 Liter einen Apfelsaft wieder mitnehmen. Und wir haben noch etwas kalt gepressten. Da setzen wir noch ein bisschen Wein an. Dann schauen wir, was rauskommt.